Erstmal, die haben überhaupt keinen Plan. Weißt du, die haben vorher waren sie Kinderpsychologe und jetzt machen sie Drogen, weißt du, hier so wie unsere Politiker. Weißt du, solche Leute kann ich gar nicht ernst nehmen. Den einen Mann mit dem gelben Pullover, den du kennst. Ja. Er hat im Interview gesagt, ich bin drogensüchtig und ich werde es auch weiter bleiben. Ja. Ja, dann hat er das für sich so. Der hat auch schon ein paar Runden durch. Den kenne ich mit dem gelben Pullover. Das ist ein Kumpel. Warst du mit ihm zusammen unterwegs früher? Ich war früher ein paar Mal mit ihm unterwegs. Das ist ein guter Kumpel vom ehemaligen Kumpel von mir. Dadurch habe ich ihn auch kennengelernt. Ich glaube, irgendwas mit. Wusstest du, dass der noch in der Szene ist? Ich habe den, wie gesagt, auch seit 10, 11 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe, als ich den in dem Interview gesehen habe, ich denke, ach Mensch, er hier lebt auch noch, weißt du so. Ist er natürlich auch älter geworden, so, ne, klar. Aber er sieht natürlich auch ganz schön fertig aus. Warum hat er seine Einstellung? Ja, das weiß ich nicht. Das ist aber auch so einer, der war früher schon so, das ist so ein Typ gewesen, der knallt sich voll, weißt du so, und dann schreit er oder erzählt es auch jedem, der gibt damit an. Weißt du, der kommt dann, oh, heute schon 10 halbe gesoffen, eine halbe Flasche Wodka und noch ein Fünferbeutel. Weißt du, so ein Typ ist das, der ist auch noch stolz drauf. Völlig durch. Das ist so, wenn in dem Moment, ich sehe das so oft bei deinen Videos, wenn die dann da sitzen, dann denke ich, ne, Mensch, kann er sich halbwegs normal artikulieren und dies und das alles, dann haben sie wahrscheinlich für 5 Minuten einen Stock im Arsch, weißt du, dass sie sich benehmen kurz. Dann denke ich immer, Mensch, wenn das Interview zusammen ist, bricht der ein, du, weißt du, so das Gefühl habe ich manchmal so. Ne? Ich denke, Mensch, der ist kaum weg, der Alex, dann ist gleich, weißt du, so. Ja, aber das ist auch so ein Patient, weißt du, die wollen nicht. Die haben irgendwann, der sagt das auch ganz klipp und klar, dann lassen wir. Der sagt das, das hat mich auch gewundert, dass er dann auch so sagte. Und viele sagen das nicht, aber denken das innerlich bestimmt, ne? Ja, und wenn er das so sagt, dann weißt du, der will auch nicht. Der will auch keine Hilfe annehmen. Der hat für sich schon abgeschlossen. Vielleicht hat der schon AIDS, Hepatitis oder sonst irgendwelche Geschichten, weißt du, dass der weiß, der hat nur noch ein halbes Jahr. Warum soll ich da groß, für was soll ich Entgiftung machen? Ne, der war ganz gesund, sagte er. Also, ja, ich weiß, dass er Hepatitis hat. Ja. Aber ja, es gibt viele Menschen, also wenn jetzt einer Hepatitis bekommt, das ist kein Grund, mit Drogen weiterzumachen. Mm. Es gibt viele, die da Jahrzehnte damit alt werden, sehr alt werden. Ich kenne auch genug, wo die Hepatitis sich verkapselt hat. Ja. Gibt's auch. Heute hat man eine ganz gute Heilungschance. Mm. Ach klar. Wie gesagt, das ist alles so dieses Gejammere und. Aber wenn man das nicht heilt und damit weitermacht, dann kann das zu Krebs kommen. Ja. Die Leute wollen, wie gesagt, die wollen ja auch gar nicht. Genau wie er hier mit diesem gelben Pullover, da, was wir da gesagt haben. Das ist alles. Der sagt, nee, ich will nicht. Ist ja auch in Ordnung. Kann er ja auch. Wenn er meint, er will so ein Leben führen, nee, ist ja, wir sind ja alle frei. Um Gottes Willen. Wenn er meint, ich fühle mich da wohl und ich möchte das so weitermachen, ist doch schön. Ich würde es nicht machen. Also ich fühlte mich da nicht wohl in dem Moment. Dann ist das vielleicht irgendwo eine psychische Krankheit und den muss man zwangseinweisen, meinst du nicht? Nein, das bringt nichts. Dann ist der 2 Wochen sauber. Der geht ja da wieder hin. Der will ja nicht. Der will ja nicht aufhören. Das ist das ja. Du kannst Zwang. Wenn ich einen zu was zwinge, der macht das nur so lange, wie ich ihn zwinge. Wenn der Zwang weg ist, macht er das nicht mehr. Das heißt, wenn die Leute nach Therapie rauskommen, die haben einen normalen menschlichen Vernunft und trotzdem greifen die zu Droge. Natürlich, weil viele das so sehen, entweder aufgrund, auf den Druck hin, ne? Weil die Freundin das möchte oder die Eltern, ne? Von wegen, entweder machst du das oder du fliehst raus, ne? Oder weil sie vom Gericht eine Auflage haben. Das heißt, in der Therapie wurde denen immer noch nicht richtig beigebracht, wie man mit seinen Emotionen umgeht. Ja. Sollte man vielleicht irgendwelche zusätzlichen Kurse einschalten oder viele Jahre haben länger auch diese schwarze Psychologie da aus den 70er, 80er Jahren, weißt du, also meine letzte Entgiftung, die ist auch schon, das war irgendwann Anfang der 90er oder was, das war auch schon so ein bisschen, also wenn du, was die Leute da einem teilweise erzählen, weißt du, erstmal, die haben überhaupt keinen Plan, weißt du, die haben vorher waren sie Kinderpsychologe und jetzt machen sie Drogen, weißt du, hier so wie unsere Politiker, erst Kriegsminister und dann machen sie irgendwas anderes. Das ist, die haben überhaupt keinen Plan. Die lesen sich, die wissen ganz genau, ach, da fange ich fange bei der Drops als Psychologe an, weißt du, so 3 Wochen vorher muss ich mich mal einlesen, so, was in das Thema. So, die haben, da gibt es Leute, die haben noch nie Drogen genommen. Was will der mir erzählen, wie man sich auf Drogen fühlt, wie man mit Drogen umgehen soll? Von einem, der noch nie einen Joint geraucht hat. Weißt du, solche Leute kann ich gar nicht ernst nehmen.
Also du bist der Meinung, man sollte das durchgemacht haben, um da mitreden zu können? Nein, aber viele haben keine Ahnung davon. Weißt du, die wissen nicht, wie man sich danach fühlt. Die reden einfach wie normale Menschen von wegen, ja, da musst du damit aufhören. Weißt du, so als wenn das alles so ganz einfach wäre. So ist das nicht. So ist das nicht, weil die Menschen das nicht wollen. Ja, nee, weil es auch nicht einfach ist. Deswegen wollen es viele auch nicht, weil es nicht einfach ist. Die haben Angst davor. Teilweise, ne, weil... Wie kann man das einfacher machen? Was, den Drogenentzug oder was? Ja, dass die das einfacher schaffen. Ja, gar nicht, da musst du durch. Der Drogenentzug muss man ist nicht durch. Einfach. Drogenentzug ist scheiße, schwer, der verlangt dir alles ab und der wird dir auch Jahre darauf noch einiges abverlangen. Der Körper, das Körperliche, das ist nach spätestens einer Woche, nach 10 Tagen ist das durch. Der Kopf, da musst du dran arbeiten, weil der überholt dich manchmal noch. Siehst du, stimmt, Gesundheit. Danke. Brauchst ein Tempo? Ja, danke. Kannst du einstecken, ich hab noch. Nee, und das ist so, weißt du, und viele wollen eben nicht. Was ist der schwerste Zeitabschnitt, wenn man jetzt auf clean werden möchte? Der schwerste Zeitabschnitt. Was soll man durchhalten? 2 Wochen, 5 Wochen, 1 Jahr? Was denkst du? Wo du jetzt sagen würdest, wenn der 1 Jahr durchhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit 80% hoch, dass er das nie wieder anpackt. Wie lange sollte man? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Die ersten 5 Jahre. Wenn einer nach 5 Jahren und in den 5 Jahren auch Scheiße miterlebt hat, ne? Dieses alles, der richtig auch mal was mitgemacht hat. Nicht, wenn alles toll ist und der hat 5 Jahre nur Sonnenschein, dann ist das klar. Weißt du, der auch den Alltag mitmacht, Probleme mitmacht, die es einfach wirklich mal am Leben teilnimmt. Was Milliarden, Millionen andere auch machen müssen und da auch klar mitkommen müssen. Ne? Dich fragt auch keiner, wie du klarkommst. Mich fragt auch keiner. So, und das müssen die lernen. Und wenn sie das ein paar Jahre geschafft haben, von mir aus auch nur 3 Jahre. Aber ich sage mal 5 Jahre, damit du dann, ne, da kannst du sagen, zu 80%, 85% ist der auf der sicheren Seite. Der hat schon einige Dinger durch. Der hat auch schon ein paar Nackenschläge gekriegt in den 5 Jahren, die er gut verarbeitet hat, wo er mit klarkommt. Ne, das heißt, er kann auch Probleme mit umgehen und mal mit was, wenn es nicht so gut läuft. Dann kannst du sagen, der ist auf einem guten Weg. Aber was nach einem Jahr ist, nach einem Jahr ist gar nichts. 1 Jahr geht eine Entgiftung. 1,5 Jahre geht eine Therapie. Was meinst du, wie viele Leute da sind, die fahren von der Therapie aus, steigen am Bahnhof aus und gehen von da aus in eine Szene. War auch ein Jahr. Das nützt gar nichts. 5 Jahre mindestens. Dann, damit du auch so weit bist, dass du da gar nicht mehr hin möchtest. Weißt du, dass dich das gar nicht mehr interessiert. Dass du nicht mal sagst, auch mal vorbeigucken, ob der und der noch da ist, mal gucken, wie es dem geht. Ist mir scheißegal, wie es dem geht. Will ich gar nicht wissen. Der will auch nicht wissen, wie es mir geht. Welche Ablenkung hast du damals gehabt? Was hast du gemacht? Ach Gott, was habe ich gemacht? Dein Alltag war ja komplett anders dann. Ja, du musst dir was suchen. Ich habe ja auch viel zu Hause gesessen. Ich habe dann, so blöde sich das jetzt anhört, ich habe mich mit meinem PC beschäftigt, mit mir selber beschäftigt. Ich habe eine Spielekonsole, weißt du, so auf solche Sachen habe ich versucht, mich abzulenken. Mhm. Oder dass ich dann so ein bisschen mal nebenbei mal mitgeholfen habe, irgendwelchen Leuten oder so mal was mitmachen, wo man mal mit anfassen kann, weißt du, wo man so ein bisschen was zu tun hat. Jetzt nicht regelmäßig, aber einfach nur, dass man da mal so ein paar Stunden ist oder da mal ein paar Stunden, weißt du, so ein bisschen Struktur reinkriegt. So. Weißt du, nicht jetzt wie so ein Arbeitstag von 7 bis 5, aber einfach nur, dass man mal was zu tun hat, dass man mal rauskommt und dass man... Und das irgendwann, das kommt von ganz alleine. Dass du dann irgendwann am Anfang wollte ich auch gar nicht raus. So. Da hatte ich auch gar nicht das Bedürfnis, da war ich froh, wenn ich alleine war. Weißt du, du musst erstmal auch wieder so ein Stück weit zu dir selber finden, so, ne? Dass du dich überhaupt anderen Leuten erstmal anbieten kannst. So, ne? Hm. Und da musst du dann erstmal zu dir selber finden ein bisschen, das dauert ein bisschen und ja, dass man sich dann auch so öffnen kann, weil viele, die haben ja auch keine sozialen Kontakte. Jetzt so, ich kann zum Beispiel auch ein bisschen mich unterhalten, so, weißt du, es gibt ja viele, die können ja gar nicht richtig reden. Ne, dann irgendwie so Stotterkram oder was weiß ich, die haben auch am Leben nicht so richtig teilgenommen, weil die wissen gar nicht, was los ist. Wenn du die fragst, Mensch, wer ist denn hier unser Bundeskanzler? Ich will jetzt nicht sagen, die kommen mit Adenauer an, aber weißt, was ich meine so. Ne? Die sind dann irgendwo stehen geblieben ab dem Punkt, wo sie da... Ne? Das ist dann so ein bisschen, und deswegen, und das wissen die Leute auch, und deswegen haben die auch so eine Scheu, sich irgendwie zu öffnen mit normalen Leuten, ne? Weil sie ja wissen,
gesellschaftlich ist nicht ganz so prickelnd. So, was wir können sich auch so nicht so richtig unterhalten über das Tagesgeschehen, Politik, dies, das. Und die können nirgendwo mitreden, weil sie es ja nicht wissen. Die haben sich ja, sind ja nur hinterm Stoff hergelaufen. Ne? Deswegen ist das dann immer so ein bisschen schwer, auch so zurückzufinden, irgendwo rein, wieder in diese Gesellschaft so. Ne? Wie hast du damals als Drogenabhängiger die Gesellschaft wahrgenommen? Wie hast du dich gefühlt? Weil viele, ich habe so erlebt, ja, guck mal die Menschen an, das ist doch alles Scheinleben, was die führen, obwohl die Drogensüchtigen führen ein Scheinleben. Ja, also Scheinleben habe ich das nicht. Ich war das, ja, einerseits habe ich es immer, war ich immer ein bisschen traurig, weil ich gerne so ein normales Leben gehabt hätte. Ne? Dieses so ein, ne? Und andererseits, ja, irgendwo auch nicht. Ne, weil ich mir einerseits gedacht habe, Mensch, die sind auch nicht glücklich in ihrer Welt, weißt du, die müssen überall irgendwas hinterherjagen und wenn sie nur jeden Morgen um 5 aufstehen müssen, weil sie um 6 auf der Arbeit sein müssen, weißt du, so dieses, da sind auch die wenigsten glücklich mit, das sind auch alles so Sachen, wo du, was du dann aus so einer Perspektive siehst, in dem Moment, wo du dir sagst, ach ne, Drogen nehmen ist zwar auch scheiße, aber jeden Morgen um 5 aufstehen ist auch nicht gerade das grüne Gelbe vom Ei, so, das versuchst du dir dann noch so ein bisschen schön zu reden, ne. Ja, oder man sucht sich einen Job, wo man jetzt um 10 aufsteht. Ja. Ein Mensch kann ja alles erreichen, wenn er will. Ja, natürlich, klar. Ja. Ja, ich war dann immer so ein bisschen, also weil ich auch wusste, dieses... Aber du hattest jetzt dann auch diese Gedanken früher gehabt, ja, 5 Uhr aufstehen ist auch nicht schön, ne? Ja, natürlich, klar, weil du machst dir erstmal... Du guckst die Welt ein bisschen anders an in diesem Moment, ja, ne? Ja, natürlich, weil du auch Angst davor hast. Weißt du, du möchtest das gerne, aber du hast Angst davor, dass du es nicht schaffst. Ne, dieses, das... weil... Das ist natürlich, das ist ein Sprung, weißt du, wenn du, nicht wenn du jetzt 1-2 Jahre Drogen genommen hast, aber wenn du wirklich so, ne, 10, 15, 20 Jahre Drogen genommen hast, du hast ja ein ganz anderes, komplett anderes Leben geführt, du bist ja vollkommen draußen. Ne, das ist, als wenn ich einen, was weiß ich, hier Robinson Crusoe, als wenn ich den von der Insel hole und hier auf den Marktplatz stelle. Ne, so ist das da auch, du musst den Leuten quasi wie, ne, das müssen die alles erst lernen. Nicht nur das Leben lernen, auch damit lernen, dass es mal nach hinten losgehen kann oder so. Dass man dann nicht gleich wieder flüchtet. Das müssen die auch erst lernen. Das ist ein ganz langer Prozess und das wollen viele nicht. Das ist, viele sagen dann, ach nee, das ist alles so schwer und bis zum gewissen Punkt. Wie gesagt, wo die alle noch so ein bisschen, ne, sobald es schwierig wird, heißt es dann, ach nee, dann, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt und dann geht es wieder los. Dann, ich hol mal eben Batterie, Mike. Ja, alles klar. Ja. Geht doch ganz schön lange. Ich hol mal eben Batterie. Ja, echt gut. Hast du denn genug Akkus mit? Ja, 3 Stück habe ich insgesamt. Was möchtest du vielleicht was an die jungen Leute sagen, die uns zuschauen, oder ältere Leute? Also an die Zuschauer? Ja, was soll ich sagen? Also wie, ne? Sucht euch Hilfe, wenn es sein muss. Dann, und der erste Schritt, ihr müsst zeigen, nicht die anderen müssen zeigen, dass sie euch helfen wollen, sondern ihr müsst zeigen, dass ihr Hilfe haben wollt. Und ihr müsst die Arschbacken zusammenkneifen. Das müsst ihr, ihr seid jetzt in der Schuld, ihr seid in der Beweispflicht, Leute. Ihr wollt was, ihr wollt aufhören und ihr müsst auch zeigen und reißt den Arsch zusammen, wenn es schwer ist. Das Leben ist hart und auch ungerecht und das geht uns allen so, müssen wir alle mit klarkommen. Aber es ist es wert. Die Szene ist hier ganz schön groß in Hannover, ne? Ich war da. Ja. Das ist ganz schön. Also ich war die letzten Male, wo ich da 30, war, 40 Mann auf einen Platz. Oh, das ist noch wenig. Was meinst du? Ja, im teilweise noch mehr. Jetzt, wenn du im Sommer da hinfährst, da sitzen da bestimmt um die 100 Leute. Da am Café Connection da wurde. Ich weiß ja nicht, warst du auch am Fixpunkt? Ich war jetzt, das war Hauptbahnhof, ne? Ja, ja, ich war genau. Von da. Da ist das Café Connection. Und auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, genau. Da ist der Fixpunkt. Ja. Genau, auf der anderen Seite. Diese Drohung wurde da. Ja. Ne, in dieser Bucht so, ne? Da ist dann quasi dahinter so. Ja. Und wenn du da dann da sitzen, dann im Sommer, da sitzen dann bestimmt also 80, 100, 120 Leute sitzen da rum. Das ist proppe, das ist wie auf dem Schiff da. Ich habe mit einer Frau ein Interview gemacht und die sagte zu mir, ja, da ist meine Familie.
Der hat das klipp und klar gesagt, dass das deren Familie ist. Ja, das ist im Moment ist das so, dann ja, dann wahrscheinlich stand da wer neben oder so. Nein, keiner du, nee? In dem Moment. Mhm. Das ist alles so. Ja, standen Zuschauer, aber die gehörten, glaube ich, nicht zu ihr. Aber so dieses Familie, das ist, da siehst du mal, dass die gerne Familie hätte. Weißt du, die ist so, so verzweifelt, dass die sowas als Familie sieht. Ne? So, so hilflos, so verzweifelt, so auf der Suche nach ein bisschen Zuneigung, nach ein bisschen Liebe. Wer weiß, was der widerfahren ist. Dass die sagt, das ist meine Familie. Das ist irgendwo ein Hilfeschrei, weißt du, die sucht Halt irgendwo. Deswegen sagt die, das ist meine Familie. Vielleicht hat die sowas nie kennengelernt wie Familie. Vielleicht sind das die ersten Leute, die, obwohl sie so sind, vielleicht nett zu ihr waren. Weißt du, so, dass die dann, die lässt sich von sowas blenden, von so ein paar Nettigkeiten, weil sie es vielleicht gar nicht kennt. Dass das nicht die Familie ist, das merkst du spätestens, wenn die einen Affen schieben. Dann merkst du, dass das nicht deine Familie ist. Du bist dadurch ja abgehärtet geworden nach so einem Leben, was du erlebt hast. Ne? Deswegen kennst du die Methode und du weißt, wie die Leute sind. Mhm. Aber für einen, der das nicht erlebt hat, der sagt, Mensch, der kann doch jetzt hier kein Schauspielen. Ja, doch, das können die. Die können so gut schauspielern, so gut. Weil, wie gesagt, du musst die Leute, die lernst du erst im Laufe der Zeit kennen. Ne? Das ist so wie mit allem anderen auch. Wenn ich jetzt hier einen treffe, mich mit dem eine Stunde unterhalte, kenne ich den nicht. Ne, der kann mir sonst irgendwas erzählen. Und genauso ist das da auch. Nur weil der dir irgendwas erzählt und vielleicht auch dabei weint oder sowas. Du kennst den nicht. Du weißt, du, stimmt das nicht? Das weißt du ja gar nicht. Aber nicht professionelle Schauspieler können nicht alle weinen. Och, das ist im Laufe der Jahre. Alex, was meinst du, was die im Laufe der Jahre sich angeeignet haben? Da müssen ja schon Gefühle auch dabei sein, ne? Ja, was heißt nein, die können, angefangen hat das bei denen zu Hause. So haben sie ihre Eltern zuerst verarscht. Indem sie sich zu Hause hingesetzt haben, haben Mama, Papa allen vorgeheult. Das war das Erste, wo sie gemerkt haben, ach, wenn ich weine, geht es. Da haben sie ihre ersten Erfolge mit zu Hause eingeheimst. Dann wird Mama einer vorgeheult, dann, oh ja, ist alles so schlimm, dann gibt Mama wieder 20. Ja, hier, komm, besorg dir erstmal, damit es dir besser geht. Die haben gemerkt, wenn ich weine, kriege ich das, was ich möchte. Und so gehen die damit weiter, bis sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie merken, ach hier, bei da komme ich nicht weiter. Und das sind dann die Leute, wo sie sich umdrehen und sagen, das ist ja ein Arschloch. So, dabei bist du kein Arschloch. Du weißt nur, du kennst das Spiel und das Spiel spielst du nicht mit. Weil wenn die wirklich wollen, dann kommen sie auch ohne an. Dann kommen die an und sagen, kannst du mir helfen? Ohne, dass du mir Geld zusteckst und ohne sonst irgendwas hier. Das ist, Hilfe hat nichts mit Geld zu tun oder was. Hilfe, einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kann dir gerne helfen, wenn, ne? Aber du musst wollen. Ich kann dich auf deinem Weg begleiten oder dich ein Stück weit unterstützen, es dir vielleicht da und hier und da ein bisschen leichter machen. Aber 80-90% des Weges musst du alleine gehen. Da hilft dir keiner bei. Da nimmt dich auch keiner in die Hand. Und das musst du erstmal, da musst du hinkommen. Und solange wie du da nicht bist, fällst du immer wieder zurück, immer wieder. So ist das Leben. Das lernen wollen viele nicht. Viele wollen das gar nicht. Die haben dann gemerkt, ach nee, das geht nicht, weil, was weiß ich, für die ist es schon schwierig. Die haben nicht mal Lust, sich eine Wohnung zu suchen. Da schlafen sie lieber auf der Straße oder in so einem Pennerheim. Weil was ist mit Wohnung suchen? Da musst du dich natürlich bemühen. Verstehst du? Da kannst du nicht den ganzen Tag in der Szene sitzen, dich breit machen. Da musst du immer morgens deinen Arsch bewegen. Hast du schon mal versucht, einem Drogensüchtigen zu helfen? Nein. Ich glaube, das habe ich so, nee, weil, weiß ich nicht. Die wollten nicht. Oder vielleicht mal erzählt, hey, ich bin jetzt clean, komm mit, das hat mir geholfen. Hast du jemandem vielleicht sowas erzählt? Also Leute so, man trifft ja so irgendwie so mal Leute irgendwo. Die alten Kollegen. So, wo man das dann, die sehen ja auch, dass man dann sauber ist oder sowas. Aber die sind dann, für die gehörst du dann schon nicht mehr dazu. Ja. Weißt du, du bist dann einer von den anderen. Nee. Weil du hast ja auch andere Interessen. Weißt du, ob der mir erzählt, wo der letztens tollen Stoff hergekriegt hat, das interessiert mich ja gar nicht. Und das weiß er auch, dass mich das nicht interessiert. Weißt du, und so driftet das auseinander. Ja. Ich habe viele Leute, man die. Man ist nicht auf eine Welle mit denen. Ne. Und deswegen geht das auseinander. Der weiß, mich interessiert sein Leben nicht und mein Leben interessiert ihn nicht. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht fragt er, hey Mensch, Mike, wie hast du das geschafft? Gib mir ein paar Tipps oder so. Klar, das sagt er nicht. Die sagen, oh hier, siehst du aber gut aus. Also hast du dich erholt und ne, nimmst du noch was? Wenn ich sage, ach Mensch, 10 Jahre schon nicht mehr. Ja, gut, siehst auch gut, weißt du so, diesen, das war's denn. Wenn ich sage, ja, ich bin ja dann so, dass ich die Leute noch so ein bisschen kitzele und sage, ja, also, du siehst aber beschissen aus, also, ne, bist wohl immer noch drauf, so, weißt du, so, dass bei Kollegen, bei Guten, so macht man das so, weißt du, wo ich dann denke, ja, den kannst du ruhig mal eine drücken vielleicht, ne, kommt es irgendwo noch an oder so, ne, dass man dann aber, ja, ich weiß, und,
ich weiß, ich sehe scheiße aus und auch meine Zähne und das wissen die alles. So, und zack, im selben Atemzug, oh ja, aber Jochen hinten, oh, der hat voll geilen Stoff. Weißt du, so, das ist alles sekundär. Das ganze Leben ist alles, dreht sich nur noch, alles egal. Ein Gesprächsthema, jeden Tag das Gleiche. Ja. Wo kommt dies, wer hat das, wer hat den besten Stoff, wo gibt's Pillen? Wer wurde angebucht, wer wurde verhaftet? Ja. Der ist heute gar nicht zum Arzt gekommen, nur Mensch, der hat seinen Polar gar nicht geholt. Ob sie den verhaftet haben, weißt du, es dreht nur, klar, ich meine zwangsläufig, logisch, die sehen ja auch nichts anderes, wo soll es herkommen, ne? Wenn du nur Scheiße siehst, kannst du dich auch nur über Scheiße unterhalten, ist ja klar. Aber ich finde, es gibt sehr viele Kliniken und Therapien in Deutschland, ne? Da wird es ja ein sehr gut, also man findet immer eine Unterkunft. Ja, aber ja. Und Essen bekommt man, es gibt viele Stellen, wo man das umsonst kriegt. Ach natürlich, ich bin früher zur Kirche gegangen, als ich noch in der Stadt rumgelaufen bin, wenn ich da war, zu ganz harten Zeiten. Da bin ich mittags zur Kirche gegangen, habe mir da meine Stullen abgeholt, abgepackt. Dann hast du da so 3-4 Stullen gekriegt, Scheiben Brot mit Wurst oder Käse drauf und dazu noch vielleicht einen Apfel oder so einen kleinen Pott Joghurt, so hier wie so im Flugzeug oder im Zug, weißt du, so diese kleinen Dinger so. Es gibt alles. Nur wie gesagt, viele... Weil oft sehe ich in Kommentaren, Mensch, wieso wird in Deutschland so nicht geholfen oder so, ne? Ja, weil sie nicht wollen. Das ist es ja. Viele wollen gar nicht. Wenn du dich da hinstellst und sagst, komm her, ich kann dir helfen. So, der sagt, ja, toll, dass du mir helfen kannst. Ne? Aber wann denn? Soll ich nachher kommen, wenn du sagst, nee, komm jetzt mit. Nee, jetzt nicht. Weißt du, so dieses, warte mal. Ich habe schon probiert, zweimal nachher zu kommen. Mhm. Ach, leider das nicht ist, geklappt. Nee, das ist, wie gesagt, du merkst das, wenn die Leute wollen, weil die, ne, genauso wie sie für sich irgendwo was einsetzen, genauso setzen sie sich dann dafür ein. Und du merkst das, du merkst doch, ob du einen immer drängeln musst, ne, von wegen, Mensch, komm, der Arzt macht gleich zu, oder komm, du wolltest doch dahin, wolltest dich doch für eine Entgiftung anmelden, ne? Oder ob einer sagt, Mensch, hier, was ist denn los, ne? Du wolltest mich doch dahin fahren, ich will da jetzt hin, ne? Wollen wir los. Das merkst du, ob einer will. Und dann kannst du auch sagen, Mensch, da, der ist es wert, dass ich da vielleicht mal ein bisschen mehr investiere. Ne? Vielleicht kann ich dem mehr helfen als irgendwem anders, der gar nicht möchte oder so. Entweder will er es wirklich oder er kann sich vielleicht nur besser verstellen. Ne? Dann dauert es aber auch nur 2-3 Tage, bis bei ihm die Maske fällt, weil auf Dauer kannst du das nicht aufrechthalten, so eine Show. Ne? Ja, wie du schon sagst, viele sagen, ja, wegen was soll ich leben? Wegen hier 5 Uhr aufstehen und arbeiten oder was? Aber ich meine, man kann vielleicht erstmal Hartz IV beantragen und Wohnung bezahlt kriegen und dann langsam sich einen Job zu finden, der einen Spaß macht vielleicht. Ja, das ist ja nicht nur das. Es geht einfach gar nicht mal ums Aufstehen auch so. Es ist einfach nur fürs Leben an sich. Weißt du, dafür, dass man lebt, das reicht doch schon. Ne? Ja. Dass man das Leben mal mit anderen Augen sieht, dass man mal was Schönes sieht irgendwie so. Dafür lohnt es sich doch schon zu leben. Ob ich morgens um 5 aufstehe, um 3 oder um 10 oder um 12, dass man ganz normal lebt. Einfach sich an ganz banalen, normalen Dingen erfreuen kann. So, was weiß ich, über irgendeinen Film, den es im Fernsehen gibt, ne? oder dass man sagt, Mensch, ich will am Wochenende schwimmen gehen oder wir fahren in den Zoo oder wir treffen uns nachher alle, wir machen einen Fahrradausflug oder was, weißt du, so ganz banale Sachen so. Muss jetzt nicht unbedingt sowas sein, die denken jetzt alle hier was, Fahrradtour und so. Aber weißt du, was ich meine, so, ne? So ganz normale Sachen. Da kann man sich dann drüber freuen. Aber, und das muss, das wollen die auch gar nicht, weil sie es gar nicht sehen. Ne? Die sehen die Welt nicht, wie sie ist oder wie sie sein kann. Ja, hatten wir ein langes Interview mit dir. Ja. Ich mag deine Videoserie draus, ne? Ja. Dürfen wir übrigens die Videos hochladen? Ihr dürft das verwenden, Alex, darfst du gerne machen, natürlich. Danke. Klar. Ja, danke schön, Mike. Ja, hat mich sehr gefreut. Es war sehr hilfreich, das zu hören. Ja. Ja, wenn ich ein bisschen helfen konnte, vielleicht wem anders da ein bisschen drüber nachzudenken, bevor man vielleicht was Falsches macht oder so. Oder Sachen macht, die man gar nicht machen möchte. Kann ein langer Prozess sein, Leute. Spart es euch. Danke, Mike. Alex, ich danke dir. Alles Gute. Ja, dir wünsche ich auch alles Gute. Hat mich wirklich gefreut, dich wiederzusehen.
Das Interview ist jetzt beendet, aber ich lasse Kamera noch ein bisschen laufen. Ja, ab und zu kommt ja noch so. Ja, vielleicht war ja letztes Mal auch ganz gut so, ne? Das war so ein bisschen, genau. Ja. Ich glaube, ich fahre da jetzt eben noch vorbei. Ja? Fahr ich mal hin. Mhm. Ja, warum nicht? Vielleicht ist ja noch irgendwer. Also treffen, da triffst du bestimmt. Irgendwen triffst du da immer. Nur. Ne? Lass dich nicht zu sehr auf die Rolle nehmen. Dann.